So Leute, willkommen zurück zum vielleicht letzten Part. Wer weiß das überhaupt schon? Und zwar habe ich jetzt noch, wie ihr oben seht, ein bisschen Meridan erforscht, um mir jetzt den Skill zu holen. Weil ich ehrlich gesagt jetzt nicht weiß, was mich erwartet, ne? Also davon muss man mal ausgehen. Die Chance kann ich mir nicht mehr holen. Egal. Wie gesagt, ich habe jetzt hier den letzten krassen Skill auch noch, dass ich da unendlich viele Schüsse abfeuern kann. Und wir werden uns jetzt dem Herr vom Mordor widmen, wer auch immer dieser Herr sein mag. Ich denke mal, es geht um einen gewissen Herrn Sauron, der sich ja hier irgendwo aufhalten soll. Man weiß es aber nicht genau. Und dann bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt in einer epischen Schlacht endet oder ob das jetzt einfach nur wieder so wie immer ist. Schwarze Hand töten fertig aus. Ich hoffe mal auf eine epische Schlacht, die ich wahrscheinlich auch gewinnen werde, hoffe ich mal. Weil ich habe ja jetzt alle krassen Skills, die man haben muss, kann und überhaupt haben darf. Und hoffe, dass es jetzt quasi. Erwarten deine Befehle. Die Zeit ist gekommen, deine vernichtenden Schlag gegen die schwarze Hand auszuführen. Wir möchten dir danken, dass du uns Hilfe leistest, Kapitän. Ei. Ich hätte nie gedacht, dass meine Schmuggeleien jemals von der Königin so wertgeschätzt werden, Milady. Sie sind hier. Orks. Das sind üble Zeitgenossen. Aber ich habe schon Schlimmere verschifft. Halt die Planke gerade! Hey, nichts anfassen! Königin Marwyn. Es tut gut, euch wohl aufzusehen. Die Boote sind bereit. Die Kapitäne wurden über dein Ziel informiert. Gut. Wie lange werden diese Orks dir gehorchen? Ich schätze, solange ich es will. Hoffen wir mal. Ich stehe in eurer Schuld. Wir schulden dir unser Leben, Talion. Setz diesem Wahnsinn ein Ende. Milady? Das sind jetzt quasi bloß die Häuptlinge, oder? Also, sonst hätte ich ja ein paar mehr gehabt mit Hauptmänner und so. Pass auf, und jetzt kommt bestimmt nochmal so eine Welt. Das wäre richtig krass jetzt, Alter. Aber die Hauptaufträge sind ja abgeschlossen. Aber geil wäre gewesen, nochmal so eine Welt wie vorher. Wäre richtig geil gekommen. Ach du Scheiße. Raufbold. Ah, das sind nur die Häuptlinge, okay. Die Schatten, die über Mittelerde aufziehen werden. Der Grabwandler ist ein kleines Licht. Wir sind das Meer aus Gift. Wir bringen eine Welle des Unheils über Mordor. Wir spülen das Licht hinfort. Erfüllt die Luft mit Uruk-Schrein und tränkt den Boden mit Uruk-Blut. Ach du Scheiße. Aber ich kann ja jetzt meinen krassen Skill nehmen. Oder nehme ich den jetzt schon? Immun gegen Fernangriffe, natürlich, wie soll es auch anders sein? Okay. Ja! Schön schnetzeln! Und mal einen Geistesblitz in eine Runde hauen, wa? Ich sollte auf keinen Fall diesem Typen erstmal zu nahe kommen. Aber ich glaube, der sucht da meine Anwesenheit schon, wenn er mich unbedingt will. Nein!
Oh, Berserker. Da ist der Typ. Ich bin nicht mehr zu erkennen. Aber egal, du musst wissen, wer ich bin. Was du getan hast. Habe ich den nicht schon mal irgendwie gefickt? Also ich meine, mit einem anderen Sinne, als vielleicht einige jetzt denken. Oh, Alter. Nein. Du bist ein Stück Modder, bist du. Nein. Jetzt bringt ihn doch um. Mensch, ey. Er ist weg. Schätze, sie sollen mich aufgrund der unzähligen letzte Abrechnung steht bevor. Keine Schmerzen, denn eine Chance von 26% bei einem tödlichen Treffer. Ist hier irgendwo was zum Heilen? Liegt hier irgendwas rum? Irgendwo? Hallo? Was zum Heilen? Ich glaube, hier wächst nichts. Wo bin ich eigentlich gerade? Oh Gott. Was denn ditte? Okay. Ja, dann, hoffe ich mal, dass man sich nochmal irgendwie aufheilt, weil sonst sieht es natürlich ein bisschen schlecht aus. Das ist eine Falle. Die Stille täuscht. Schütze meine Nase. Kommt mal ran hier. Kommen die mit oder nicht? Das ist eine Falle, na toll. Super. In Fallen rennen wir doch gerne rein. So, hochklettern, würde ich sagen. Na dann, wollen wir mal. Also hier werde ich habe dich nicht definitiv 28 Mal sterben. Ich hoffe, meine Soldaten hatten dir einen gebührlichen Empfang bereitet. Wo bist du? Zeig dich mir! Dies ist das Land des Throns. Die schwarze Hand ist auf der Suche nach dir. Doch ich werde dich mit Freuden. Oh nein. Ich habe Angst. Der Turm. Das muss doch aber der Thron von Sauron sein, oder? Kann das sein? Kann das sein? Weiß ich nicht. Oh Mann. Knie nieder. Vor wem denn? Oh oh. Und ich bringe dich dem dunklen Herrscher. Unversehrt. Wir knien vor niemandem. Der dunkle Herrscher verzeiht dir, Celebrimbor. Kehre zurück und verlasse diesen Menschenkörper. Steh auf und kämpfe. Zu welchem Zweck, Waldläufer? Celebrimbor ist dein Fluch. Er hat dich erwähnt. Schrei still! Und er kann dich jederzeit verlassen. Ja, das ist alles, was du bist, Waldläufer. Ein Wirt für den Ringmacher. Alter. Was denn jetzt? Setze ein Schleichaufzehrung ein. Was? Wie? Warte mal. Gegen die schwarzen Hauptmann. Setze ein Schleich. Nein. Nein. Was macht er denn?
glaube doch, ich glaube aber nicht, dass das ist, Alter. Wow, 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 wow. Übrigens sind hier überall Ratten, die ich ja vorhin töten sollte. Du hättest mich kämpfen müssen. Gehe zu Loret. Was ist denn da los? Mann, ist doch eine Falle, Alter. Lass dich nicht verarschen, Digga. Ich wusste es. Ihr sollt eure Familie nie wiedersehen. Oh Gott, halten. Das war jetzt der Fight, ne, oder? Anscheinend doch. Du sagtest, wir wären verflucht. Du hast mich verraten. Das war Saurons Werk. Das war allein dein Werk! Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Ich verlasse dich gern. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Was bleibt, ist die schwarze Hand. Nicht mehr lange. Ja, das war jetzt also der Turm. War jetzt ja ein krasser, komischer Kampf eigentlich. Dass der so schnell vorbei ist, hätte ich gar nicht gedacht, dass es so easy war. Aber ich denke mal, jetzt wird es nochmal richtig heftig. Der Turm. Ja, der ist tot. Lernet doch endlich mal. Waldläufer, unser Leben hier erfordert Opfer. Ja. Sichern wir das Wohlergehen unserer Lieben und unserer Heimat. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen standhaft sein. Wir dürfen nie unsere Pflicht vergessen. Der Hauptmann wird nie müde zu reden. Ich kenne das schon. Waldläufer, wie ist dein Name? Hergon von Tarnast. Ungehorsam wird hier nicht geduldet. So, dann müsste ja jetzt mal hier was passieren. Oder was? Mal sehen, was jetzt passiert. Was ist denn jetzt? Nun steht in Flammen. Wir müssen zurück zu Königin Marwyn. Die schwarze Hand. Ach, ernsthaft? Wo muss ich hin? Da? Oh Gott, ich dachte jetzt... Also ich dachte ja, dass ich dachte, dass ich denke... Italien. Aber anscheinend ist es nicht so. Eret Glam. Jetzt habe ich den Typen gekillt, toll. Und jetzt muss ich wieder zurück. 200, ne, und der bringt mir nichts. Jetzt muss ich wieder zurück, okay. Aber was war denn, warum habe ich denn jetzt keinen richtigen Fight gegen ihn gemacht? Ich habe jetzt nicht verstanden, irgendwie. Komisch. Vielleicht haben sie sich gedacht, jo, lassen wir das mal sein. Oh, alles kaputt. Alles verbrannt. Ich bin deine Vergeltung nicht wert, Martin. Warum kämpfst du? Wir werden bald zusammen sein. Für immer. Bald. Celebrimbo. Bald. Garstige Biester. Oh, Gollum. Sie wollten dies. Doch wir stahlen es von ihnen.
Batuluk, Ahnas Gimbatul, Ahnas Trakatuluk, Agbursum Ishikrim Batul. Krieg muss gegen Gollum kämpfen. Dieb! Er gehörte schon immer mir. Wo verstecken Sie es? Wo? Verschwinde. Der Schatz gehört uns! Uns! Sauron weiß, dass wir hier sind. Lassen wir ihn nicht weiter warten. Aha, so ist es also. Schicksalsberg. Oh oh. Ich halt nur, wie ist denn das verknüpft? Also gibt es da wirklich eine Geschichte zu diesem Celebrimbor und dem Typen? Also ist das eine wahre Geschichte, die Tolkien geschrieben hat? Oder ist das einfach nur erfunden? Oder das weiß ich jetzt halt irgendwie nicht. Weil wenn er den Ring gemacht hat, ich meine, also ich habe noch nie was von dem gehört eigentlich. Ich habe alle Herr der Ringe gesehen. Der Hobbit, alle drum und dran. Aber ich habe noch nie von Celebrimbor gehört, dem Elfenschmied, der den Ring geschmiedet hat. Oder? War das im ersten Teil, als er erklärt hat, wer die Ringe geschmiedet hat? Aber eigentlich hat das Sauron ihn selber geschmiedet, oder nicht? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht da ist ja einer von euch so krass und schreibt in die Kommentare, wie das dazu gekommen ist. Wie das so, ob das jetzt damit zu tun hat, mit der Hauptstory, mit dem, was man so im Kino sieht, oder ob das jetzt was Neues ist oder so. Ich hab keine Ahnung. Aber wäre cool, wenn es jemand weiß, dann gerne unten drin. Immer in die Comments. So. Hier wird jetzt, ich bin gekommen. Stürme das schwarze Tor. Jetzt habe ich hier alle umgeritten, naja, warum nicht? Alter, hängt schon wieder irgendwo fest. Da sind meine Häuptlinge. Da sind doch nochmal 3, 4, 5. Erste Kralle der Hand. Was ist denn das jetzt? Eliminiere die Krallen der schwarzen Hand. Was ist denn das jetzt für ein Spaß? Freiheit gegeben haben, die Freiheit mit ihren Leuten zu sterben. Ach du Scheiße. Ist der immun gegen Fernangriffe? Alter. Nee, ist er nicht. Ist der gut, Mann. Nimmt doch mal alle locker. Monster schlechter. Ja, na klar. Drei Leute gegen mich oder was? Seid ihr völlig bescheuert? Ja, da ist er down gegangen. Jetzt will ich meinen Skill hier machen. Los, mach den Skill.
könnte fast ihn töten. Komm schon! Töte ihn! Ja! Ene Kralle ist down, Alter. Ene Kralle ist down. So, was haben wir denn hier noch? Macht die auch mal was? Hinter euch steht die Kralle. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Der hat bestimmt Us den krassen. Ich wusste, Ed, Alter. Warte. Warte. Drück die Tasten. Jetzt. Nein! Oh Gott, ein Glück. Wo ist deine Armee von Verrätern jetzt? Ha! So, komm. Bring sie zu mir. Ich werde jeden dieser Mistkerle einzeln töten. Nein! Oh, warum denn zwei gegen mich, Mann? Ihr Pisser, Alter. So, ihr kriegt jetzt alle mal schön in eine Fresse. Oh, komm, einer wäre doch noch gegangen, Alter. Immun gegen Schleichen. Trotzdem tot. Tot. Alter, ist das ein geiler Skill. Ich sag doch, das hat sich gelohnt, Leute. Das hat sich gelohnt. Erklimme das schwarze Tor. So sieht's nämlich aus. Ihr hässlichen Spasten. Warum steht ihr hier so abseits? Aber das schwarze Tor erklimmen wir natürlich in der nächsten Folge. Tut mir leid, aber es ist vorbei, Leute. Weil ich brauche ja auch noch ein bisschen Zeit, um dann vielleicht noch ein Resümee zu fassen, falls es nicht mehr so lange dauert. Wir werden sehen. Die fünf Leute sind auf jeden Fall tot. Die super Skills haben sich ausgezahlt. Ich hab's gesagt. Wir sehen uns gleich wieder im nächsten Part. Vielleicht dann im letzten. Bis dann. Ciao. Yeah.